Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Nathalie. Und ich werde euch heute wieder vom Club der Roten Bänder Glaub an deine Träume und sie werden wahr von Albert Espinosa vorlesen. Wir sind mittlerweile beim zweiten Kapitel, so geht's weiter. Liste der Krebslektionen, die man aufs Leben anwenden kann, angekommen. Bei der dritten Entdeckung. Die dritte Entdeckung. Nach 30 Minuten werden Probleme lösbar. Öffnen Sie auf keinen Fall den Umschlag mit den Resultaten. Arzt zum Patienten. Lass uns den sofort aufmachen. Patient zu den Angehörigen, nachdem er den Umschlag bekommen hat. Im Krankenhaus mussten wir oft Testresultate abholen. Es gibt keinen stressigeren Moment als den Augenblick, indem man nach einem Computertomographie, CT, oder einem Röntgenbild diesen Umschlag in den Händen hält. 10 Jahre lang hat sich diese Situation für mich immer wieder so abgespielt. Man bekam die Röntgenaufnahmen und den Umschlag mit den Ergebnissen. Und dann wurde betont, dass man das Kuvert auf keinen Fall öffnen dürfe und es stattdessen den Arzt weitergeben müsse. Normalerweise lagen zwischen den Überreichen des Umschlags und dem Termin beim Arzt 14 Tage. 2 Wochen sind eine lange Zeit, um einen Umschlag nichts anzurühren, indem man vielleicht von einem Rezidiv erfährt. Das ist klar gesagt ein Rückfall. All meine Freunde im Krankenhaus machten den Umschlag auf. Alle. Und das war auch offensichtlich. Wie können die denn ernsthaft glauben, dass man sich so etwas Wichtiges 2 Wochen lang nicht ansehen wird? In den letzten Jahren habe ich Ärzte über den Umgang mit Patienten beraten und dabei immer betont, dass man diese Regelung als erstes kippen sollte. Denn der ganze Ablauf ist doch Mist. Die Ärzte grinsten immer so, als wollten sie sagen: Wir wissen natürlich, dass ihr den Umschlag öffnet. Das ist wie ein unausgesprochener Pakt. Ihr macht den Umschlag auf, schaut euch die Resultate an und klebt das Kuvert dann wieder zu. Und wir tun so, als würden wir es nicht bemerken. Stillschweigende Übereinkommen. Diese Art fand ich immer schon schrecklich. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum alle wissen, wie etwas läuft, aber einfach wegschauen. Das ist doch Quark. Natürlich ist der verschlossene Umschlag nicht das wahre Problem, sondern vielmehr sein Inhalt. Wie soll man so eine wichtige Neuigkeit verdauen, eine Information, die dein ganzes Leben verändern kann? Im Krankenhaus lernten wir damit umzugehen, und zwar wie meistens im Leben durch die Fehler, die wir dabei machten. Anfangs warteten wir kaum ein paar Minuten ab und stürzten uns noch ins Krankenhaus wie Wahnsinnige auf diesen Umschlag. Ich erinnere mich an gewisse Szenen auf dem Gang. Mein Vater, meine Mutter und ich beugten uns über ein Blatt Papier und lasen. Nein, verschlangen vielmehr, was darauf geschrieben war. Und die Resultate direkt in der Klinik anzuschauen. Schlechte Nachrichten sollte man nie an einem Ort erfahren, an dem man viel Zeit verbracht hat oder verbringen wird. Also öffneten wir den Umschlag im Restaurant, in dem wir zum ersten Mal aßen. Auf fremden Straßen, deren Namen wir wieder vergessen würden, oder in der U-Bahn. Aber das Ganze hatte immer noch einen Haken. Vom Moment der Übergabe bis zum Öffnen des Umschlags vergingen nie mehr als eine Viertelstunde. Wir beschränkten uns unbewusst auf Restaurants, Straßen und U-Bahn-Linien in unmittelbarer Nähe. Wir mussten das unbedingt sofort wissen.
Es war, als würde es uns innerlich zerreißen. Mit der Zeit, so nach 40 oder 50 Umschlägen, entwickelten wir das perfekte System. Man kann eben auch beim Lesen medizinischer Diagnosen ein Profi werden. Man muss nur so lange üben, bis es schließlich wie von selbst geht. Unsere perfektionierte Methode sah wie folgt aus. Erstens, wir holten den Umschlag ab, steckten ihn ein und nahmen ihn mit nach Hause, ohne ihm die geringste Beachtung zu schenken. Zweitens, dann warteten wir eine halbe Stunde ab, ohne an ihn zu denken, ohne ihm auch nur eine einzige Sekunde anzuwidmen. Drittens, und nach exakt 30 Minuten zogen wir uns an einen ruhigen Ort zurück und machten ihn auf. Diese halbe Stunde braucht der Körper, um sich zu beruhigen, und der Verstand, um wieder klar zu denken. Die ganze Aufregung scheint in dieser Zeit zu verpuffen. Und das Beste daran, wenn man dann endlich handelt und sich die Resultate anschaut, sind sie in der Zwischenzeit um eine halbe Stunde gealtert. Die sind ja fast zum Schnee von gestern und haben einfach nicht mehr die gleiche Schlagkraft. Ich weiß, das klingt komisch. Warum denn eine halbe Stunde und nicht etwa eine Stunde? Und warum nicht 10 Minuten? Sind diese 30 Minuten wirklich so wichtig? Allerdings, nachdem ich so oft auf wichtige Nachrichten gewartet habe, ist mir eins klar geworden. Der Körper lechzt so sehr nach diesen Informationen, dass er völlig kopflos handelt. Das ist wie eine Leidenschaft, die nach genau 30 Minuten verglüht und dann andere Energien freisetzt. In dem Moment will man zwar immer noch wissen, was los ist, kann aber wieder klar denken. Diese Neugier hat ganz andere Ziele, will für Probleme auch eine Lösung finden. Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus hätte ich nicht gedacht, dass ich noch einmal vor so schwerwiegenden Entscheidungen stehen würde wie denen, vor die mich die Umschläge mit den Röntgenbildern stellten. Und das stimmt schon, aber ich habe trotzdem einen Weg gefunden, meine Theorie der halben Stunde anzuwenden. Oft bekomme ich eine E-Mail und weiß, dass die unheimlich wichtig ist. Ich entdecke sie im Posteingang, mache sie aber noch nicht auf. Ich starre auf die Nachricht, deren Betreff weiterhin fett gedruckt ist, klick aber nicht drauf. Stattdessen wartete ich eine halbe Stunde ab und entspanne mich, bis ich die erste Aufregung gelegt hat. Und erst dann lese ich diese Mail. Das funktioniert. Es ist echt Wahnsinn. Egal, ob jemand nun mit guten oder schlechten Nachrichten rechnet. Nach einer halben Stunde ist die Reaktion darauf bestimmt nicht mehr überstürzt, sondern vielmehr gut durchdacht. Und bei SMS ist das genauso. Diese Entdeckung hilft auch bei wichtigen Unterhaltungen, vor allem, wenn es darum geht, einen Ort und Zeitpunkt für ein Gespräch auszuwählen. Ich benutze die 30-Minuten-Regel weiterhin und muss zugeben, dass ich manchmal sogar bis auf 40 oder 43 Minuten verlängere, so als würde ich die Zeit dehnen. Und du bist der Herr und Meister deiner Neugier und deiner Reaktionen. Die vierte Entdeckung. Stell jeden Tag 5 gute Fragen. Nimm einen Block und schreib alles auf, was du nicht verstehst. Mein Arzt an dem Tag, an dem er mir mitteilte, dass ich Krebs hatte.
Das war der erste Ratschlag meines behandelnden Arztes, als ich ins Krankenhaus kam. Tatsächlich hat er mir sogar einen Block in die Hand gedrückt, während er mir riet, alle Fragen aufzuschreiben, die mir in den Sinn kamen. Und danach hatte er mir erklärt, wie für mich die nächsten 5 Jahre mit Krebs verlaufen würden. Was ziemlich beeindruckend war, er behielt nämlich bei fast allem Recht. Vielleicht hätte er ja auch eine Weissagung über mein Leben machen können. In wen ich mich verlieben und welchen Beruf ich wählen würde. Das hätte mich wirklich umgehauen. Aber auch so möchte ich seine Vorhersage gar nicht herunterspielen. Die war nämlich nicht ohne. Er sprach von Biopsien, Tumoren, Osteosarkomen und Rezidiven. Meine Eltern hörten zu und ich kritzelte los. Hörte gar nicht mehr auf, 1000 Sachen zu notieren. Mit dieser Aufgabe ging es mir schon viel besser. Während meine Fragen auf dem Papier Form annahmen, erschien mir alles plötzlich nicht mehr so geheimnisvoll und furchterregend. Als der Arzt fertig war, sah er mich an und fragte: Noch irgendwelche Unklarheiten? Ich erwiderte: Ich hätte 42 Fragen. Mehr konnte ich in der Zeit einfach nicht mitschreiben. An diesem Tag beantwortete er mir die 42 Fragen. Dabei ergaben sich aber 28 neue. Je mehr er mir erklärte, desto mehr Zweifel kamen mir. Aber je mehr Zweifel er zerstreute, desto beruhigter war ich. Das Ganze war wie ein Kreislauf, aus dem wir beide als Gewinner hervorgingen. Ich war immer schon davon überzeugt, dass man im Leben über so viele Informationen wie möglich verfügen sollte. Du kannst nicht gegen den Krebs kämpfen, wenn du nicht weißt, womit du es da zu tun hast. Zuerst musst du wissen, wer dein Gegner ist. Und alles über ihn in Erfahrung bringen, bevor du in den Ring steigst. Das Beste an der Zeit mit dem Krebs war für mich, dass ich immer auf alles eine Antwort bekam. Antworten helfen und heilen. Wer sich Fragen stellt, steht mitten im Leben. Und wer darauf Antworten gibt, traut dem anderen offensichtlich zu, mit diesen Informationen etwas anfangen zu können. Zweifel ergeben sich aber nicht nur in Zeiten von Krankheiten. Auch im normalen Leben kommen immer wieder Fragen auf. Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus ging mir so viel durch den Kopf. Ich hatte schließlich alle 15-Jährigen mit der Schule aufgehört und würde jetzt direkt mit der Uni weitermachen. Da drängte sich mir hunderte von Fragen auf. Also beschloss ich, mir einen gelben Block zu kaufen. Die Farbe fällt mir jetzt natürlich auf, auch wenn ich gar nicht weiß, warum ich sie mir damals ausgesucht habe. Dann fing ich an, mir Fragen aufzuschreiben und mir auch zu überlegen, wem ich sie stellen würde. Im Krankenhaus war das ganz leicht gewesen. Erstens, die schwierigen Fragen für den Arzt. Zweitens, die mittelschweren für die Krankenschwester. Und drittens, die einfachen oder die komplizierten für die Pflegehelfer oder Zimmernachbarn. Aber im Leben ist es nicht immer so eindeutig. Also schrieb ich mir die Frage oder den Zweifel auf und daneben die Person, die mir darüber vielleicht Aufschluss geben konnte. Und das empfehle ich wirklich allen. Am Anfang kommt man sich vielleicht bescheuert vor, wenn man blöde Fragen und dazu die Leute aufschreibt,
die dir damit möglicherweise weiterhelfen könnten. Aber wenn man erst Antworten bekommt und sich danach besser fühlt, beweist das die Wirksamkeit der Methode und man wird direkt süchtig nach dem kleinen Block. Ich habe das in allen Bereichen meines Lebens so gemacht, in der Liebe, bei der Familie, bei Freunden und auch bei den Gelben. Auf die komme ich später noch zu sprechen. Und ich habe mich damit immer gut gefühlt. Das System ist wirklich einfach. Erstens, such dir eine Farbe für deinen Block aus. Die sollte schon einen Bezug zu dir haben. Wir alle strahlen doch eine Farbe aus. Und die hat nichts mit unserer Kleidung zu tun. Vielleicht findest du deinen blauen Jeans schön. Deine Farbe ist aber trotzdem orange. Du kannst deine Farbe ganz einfach finden, indem du dir eine Schachtel Filzstifte anschaust und dir den nimmst, mit dem du gern etwas malen würdest. Das ist deine Farbe. Zweitens, kauf dir 10 Blöcke. Ja, ich weiß, du meinst sicher, dass einer völlig reicht, aber du brauchst einen für jeden Bereich. Ich denke, dass jeden im Leben 10 Dinge einstreben, der 10 Wege beschreitet. Reservier also einen Block für jedes Thema. Drittens, schreib alle Zweifel auf, die dir so kommen. Blöde Fragen. Wie schaffen es die Leute nur, dass ihre Haare so toll liegen? Komplizierte Fragen. Wieso verlieben sich andere, während ich die ganze Zeit nur denke? Ewige Fragen. Wer bin ich? Wer will ich sein? Weiß ich wirklich gar nichts? Praktische Fragen. Wie kann man ein Sportflugzeug mieten? Was muss man machen, wenn man sich scheiden lassen will? Viertens, such jemanden, der deine Fragen beantworten kann. Neben jeder Frage sollte immer ein möglicher Kandidat stehen, der dir darauf eine Antwort geben könnte. Lass diese Spalte niemals frei. Schreib dort irgendjemanden hin, selbst wenn du ihn jetzt noch nicht kennst. Und auch wenn das ein Promi sein sollte oder jemand, den du dir ausgedacht hast oder den du unmöglich fragen kannst. Fünftens, stell deine Frage, lausch den Antworten, notier, was dir unklar ist und hak dann nochmal nach. Alles, was man in Erfahrung bringt, trägt zum Wohlbefinden bei. Im Krankenhaus haben sie uns immer daran erinnert, wie wichtig es doch ist, am Tag 2 Liter Wasser zu trinken. Mein Arzt fügte dann noch hinzu, und 5 gute Fragen zu stellen. Vergiss das nie. Jeden Tag 5 Fragen und 2 Liter Wasser. So, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne Woche und ja, bis nächste Woche. Tschüss!